Servus meine lieben Sportsfreunde und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, gibt es heute meinen Masse-Shake für ultimativen Muskelaufbau. Ich höre immer wieder von Leuten, dass sie nicht auf ihre Kalorien kommen und dass sie sich richtig schwer tun, zu viel zu essen. Dagegen habe ich jetzt einen einfachen Tipp, nämlich Marcel's Masse-Shake. Das sind ca. 1000 Kalorien. Die Nährwerte blende ich euch irgendwo hier ein. Super Zutaten, super gesunde Zutaten. Wir haben alles, was wir brauchen für den ganzen Tag. Wir haben Vitamine, wir haben gesunde Fette, wir haben langkettige Kohlenhydrate, wir haben super Eiweiß. Man kann es einfach trinken in einem Shaker oder in zwei Shaker, je nachdem wie viel Wasser ihr dazu gibt. Könnt ihr es auch mitnehmen in die Schule, ins Studium, in die Arbeit und könnt immer wieder nebenbei ein bisschen trinken und somit kommt ihr dann ganz, ganz locker auf eure Kalorien. Wir machen jetzt einfach mal einen Shake. Ich würde sagen, wir reden nicht mehr lange rum, sondern los geht's. So, meine lieben Freunde, für den guten alten Masse-Shake brauchen wir einmal die guten Haferflocken. Ich habe die zarten wie immer. Ihr könnt natürlich auch die groben nehmen, aber Haferflocken gehören einfach in jede Fitnessernährung rein. Dann haben wir Walnusskerne, der Gamechanger für diesen Masse-Shake. Die haben so viele Kalorien, aber einfach gesunde Fette. Die braucht man einfach für den Tag und da hauen wir uns ordentlich rein von denen. Dann den guten alten Magertopfen. Der beste Topfen, den es gibt. Nee, Spaß, einfach normaler Magerquark. Ihr könnt auch Speisetopfen verwenden, der hat einfach noch mehr Kalorien. Aber ich habe jetzt nur den Magertopfen hier, deswegen habe ich mir den Magertopfen rein. Aber Speisetopfen ist auf jeden Fall einfach mit mehr Fett, deswegen hat er mehr Kalorien, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Dann haben wir einmal Beeren, um auch die Mikronährstoffe abzudecken, wie immer. Ich habe mir die ganze Box rein, 250 Gramm, eine Banane, ein bisschen Zimt für den Taste, meine lieben Freunde. Und dann haben wir noch den Mixer, den guten alten, und eine Küchenwaage, damit wir das alles auch abwiegen können. Und wie ihr seht, meine Freunde, ist es wieder, wie immer, nicht viel, nicht viele Zutaten. Jeder hat diese eigentlich zu Hause. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal für den guten alten Masse-Shake für die Gains, meine lieben Freunde. Los geht's. So, wir starten mit der Basis, meine lieben Freunde. 100 Gramm Haferflocken in diesen schönen Mixer rein. Baller das wieder rein. Natürlich mit der Schere aufgeschnitten, ihr wisst Bescheid. Und jetzt mal hier schön 100 Gramm rein. Eine in die Mutti, die da ist. So, dann nehmen wir von diesen Walnüssen 30 Gramm. Wenn ihr natürlich mehr Kalorien haben wollt, haut ihr einfach 40, 50, 60 Gramm rein. Ist mir egal. Aber wenn ihr einfach noch mehr Masse wollt, dann haut einfach da noch mehr rein. Die machen so viel Kalorien aus, aber ich hau mir jetzt mal 30 Gramm rein. Nicht schlecht. Dann einen Magertopfen. Sprich auch einen Speisetopfen, wenn ihr habt. Eine Banane. Und dann der gute alte Beerenmix, darf nicht fehlen. Alle drei für die Gains. Ich gebe euch den Tipp, Sprachenlernen Bubble. Ich gebe euch den Tipp, gebt tiefgekühlte Beeren rein. Dann gibt es so eine Art Smoothie-Aroma, dann wird es so richtig nochmal kalt und dann wird es wirklich so, ja, wie ein kalter Eissmoothie. Ihr wisst, was ich meine. Und zum Schluss nochmal etwas Zimt für den Taste. Dann mixen wir. So sieht der ganze Spaß jetzt mal aus. Jetzt kommt noch Wasser rein, damit sich das auch alles vermixen lässt. Eine Ewigkeit später. Wenn wir da ordentlich eine Sauerei machen hier, verdammt. Shake ist fertig. Hier haben wir jetzt 1000 Kalorien.
So einfach bekommt man die Kalorien rein, einfach trinken. Ich nehme mir den jetzt mit, denn ich bin derzeit beim Bundesheer. Alle Österreicher wissen Bescheid. Und ich habe nicht immer Lust, gleich am Morgen so viel zu essen. Deshalb mache ich mir jetzt immer öfter diese Shakes. Sind einfach super nebenbei immer zum Trinken. So kommt man immer locker auf die Kalorien. Und ja, wir werden das jetzt mal hier reinfüllen. Ich hoffe, das hat jetzt hier alles Platz. So, die Speicherkarte war gerade voll. Wo war ich stehen geblieben? Und jetzt werden wir hier alles mal reingeben. Hoffentlich hat alles Platz, aber ich glaube schon. Ja, easy. Easy. So. Und das, meine lieben Freunde, sind die beiden Masse-Shakes. Sprich, eigentlich ein Shake. Aber das geht ganz easy zum Trinken, glaubt mir. Einfach in die Tasche rein, einfach in die Schultasche oder einfach zum Studium und zur Arbeit, zur Schule mitnehmen. Und dann immer wieder ein bisschen trinken. Kalorien zu trinken ist so viel leichter, als wie die Kalorien zu essen. Die werde ich mir jetzt in den Kühlschrank stellen und morgen mitnehmen in der Früh. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Ich bin hiermit eigentlich raus an dieser Stelle. Falls euch dieses Rezeptvideo, sprich dieser Masse-Shake, gefallen hat, lasst bitte ein Like da oder schreibt mir, ob ich weitere Masse-Shakes machen soll. Es gibt da so viele Variationen, was ich machen kann. Es würde mich freuen, wenn ihr auf Gönjamin-Basis abonnieren würdet, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst, auch die Glocke aktivieren. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dann, euer Gönjamin.